Ich nehme dem nicht zu viel vorweg. Frau Mösner wird die Moderation führen, das Gespräch im Anschluss und auch die Fragerunde können wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen und auch Herrn Tetens noch mal ausführlich vorstellen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche uns einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Also Sie sehen mich schwer begeistert. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass wir das in Stuttgart sehr breit streuen und offensichtlich waren wir erfolgreich und ich finde das toll. Super, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen auch von mir. Frau Kuhls hat es gerade schon gesagt, ich komme vom hiesigen Institut. Ich bin hier gerade Vertretungsprofessorin, das heißt, ich stehe hier gerade mal stellvertretend für Ihre Philosophen vor Ort. Die gibt es tatsächlich auch, nämlich das Philosophische Institut. Und ich habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und sage an der Stelle ein paar Leuten Danke, die im Hintergrund ganz fleißig und aktiv mitgewirkt haben an diesem Event, dass es so wird, wie es wird. Zum einen ist da natürlich unsere Fachgruppe, die ich gerne mal an der Stelle erwähnt haben möchte, weil die einfach sozusagen mit Feuer und Flamme sofort dabei waren und mitmachen wollten und finde ich super. Vielen Dank euch. Unsere Hilfskräfte natürlich und dann würde ich gerne zwei Personen mal explizit hervorheben, weil man die selten sieht und die aber eigentlich immer alles machen. Das eine ist unser Studiengangsmanager Dirk Lenz, der unser tolles Plakat gemacht hat. Dirk, wo bist du? Da ist Dirk. Vielen Dank. Genau. Und die andere Dame sehe ich hier vorne sitzen, Ulrike Brümmer. Liebe Ulrike, ganz vielen Dank, dass du das alles sozusagen bei dir in deinem Büro gebündelt hast, dass das alles hier angekommen ist. Super, vielen Dank. So, und dann bleibt mir an der Stelle nur, unseren Vortragsgast zu begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Herr Tetens zu uns gekommen ist. Frau Kuhls hat schon gesagt, er kommt von der Freien Universität in Berlin. Er war da von 1994 bis 2015, also 20 Jahre an besagtem Lehrstuhl. Das heißt, er hat, man kann vielleicht so sagen, ein bewegtes Leben als Philosoph schon hinter sich, kann ihn also ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, was Philosophen so machen, wie die eigentlich arbeiten. Darum wird es heute sicherlich auch gehen. Herr Tetens war natürlich nicht nur in Berlin, er war auch in Marburg, er war in Paderborn, er war in Göttingen und was ich ganz spannend fand, er war auch in Brasilien, an der Universidad de Brasilia. Zu seinen Arbeitsgebieten, klassische theoretische Philosophie, verschiedene Bereiche. Er hat gearbeitet in der Wissenschaftstheorie, in der Logik, Argumentationstheorie, Philosophie des Geistes, das wird sicherlich heute ein Thema sein, Metaphysik, aber daneben auch, unter anderem mittlerweile sehr viel stärker, Religionsphilosophie. Wir haben ihn hinten auf so einen Tisch vorbereitet mit so ein paar Flyern, was sozusagen gerade aktuell im Umlauf ist, aus unserem Institut, aber auch von Herrn Tetens. Wenn Sie Interesse haben, können Sie da nachher nochmal vorbeischauen. Er hat auch zur Existenzphilosophie gearbeitet und jetzt muss ich einmal Zettel sortieren. Genau, Publikation ist das, was immer als nächstes kommt bei so einer Vorstellungsrunde. Über 100 Aufsätze, wir waren vorhin bei den Zahlen, ich mache das auch mal, also über 100 Aufsätze sind gelistet, eine ganze Reihe von Monographien, eine ganze Reihe von sehr spannenden Monographien. Das, was für den Philosophen und sein Handwerk sicherlich unentbehrlich ist, ist sein Buch Philosophisches Argumentieren, eine Einführung. Da wird es darum gehen, wie Philosophen eigentlich arbeiten, was machen wir mit Argumenten eigentlich. Er hat einen Kommentar geschrieben zu Kants Kritik der reinen Vernunft, auch zu Wittgensteins Traktatus. Er hat ein Buch geschrieben, eine Einführung in die Wissenschaftstheorie, was ich als Wissenschaftstheoretikerin sehr spannend finde. Und dann das Letzte, wozu Sie auch den Flyer dann finden, aus der Religionsphilosophie mit dem Titel Gott denken, ein Versuch über rationale Theologie. Sicherlich ein sehr spannendes Büchlein, gut zu lesen bei Reklam, also schöne Menge würde man sozusagen als Laie sagen. Heute hat er uns einen Vortrag mitgebracht mit dem Titel Ich, mein Gehirn und das Philosophieren, eine kleine Fallstudie über die Philosophie. Herr Tetens, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ihr Publikum. Ja, meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen.
am Welttag der Philosophie. Mein Dank gilt dem Institut für Philosophie der Universität Stuttgart, aber auch der Volkshochschule. Und natürlich auch vielen Dank für die freundliche Einführung. Also ich, mein Gehirn und das Philosophieren. Es ist wirklich nicht mehr als ein kleiner Einblick in die Werkstatt eines Philosophen, wie es in einer philosophischen Werkstatt aussehen könnte. Man muss gleich dazu sagen, philosophische Werkstätten können sehr unterschiedlich aussehen. Also, es will ja etwas heißen, wenn die UNESCO einen Welttag der Philosophie ausruft. Nicht allen kulturellen Phänomenen widerfährt diese Wertschätzung, die hier der Philosophie zuteil wird. Philosophie gehört zu den wichtigeren Einrichtungen unserer Kultur. Diese Werteinschätzung darf man den Verantwortlichen der UNESCO mindestens unterstellen. Und dieser Einstellung korrespondiert auch die Resonanz, die die Philosophie in einer breiteren, kulturell interessierten Öffentlichkeit erfährt. Für diese Resonanz lässt sich einiges anführen. Zum Beispiel, dass es populäre Magazine der Philosophie gibt, etwa das Philosophie-Magazin oder die Zeitschrift Hohe Luft, dass man auf Deutschlandradio Kultur jeden Sonntagmittag zwischen 13 und 14 Uhr die sehr, wie ich finde, hörenswerte Philosophiesendung Sein und Streit hören kann, dass das Schweizer Fernsehen eine beliebte Sendung unter dem Titel Sternstunden der Philosophie ausstrahlt, dass das Kölner Philosophiefestival ein beachtlich großes Publikum jedes Jahr anzieht. Philosophie gilt als wichtig, ja, erfreut sich einer gewissen Beliebtheit beim breiteren Publikum. Aber diese Wertschätzung der Philosophie hat eine eigentümliche Rückseite. Es herrscht eine erstaunlich große Unsicherheit darüber, was denn Philosophie eigentlich sei und was jemand tut, wenn er philosophiert. Diese Unsicherheit beschränkt sich bei genauerem Hinsehen natürlich nicht auf die sogenannten philosophischen Laien. Auch und gerade professionelle, akademische Philosophinnen und Philosophen beantworten die Frage, was ist und soll Philosophie, keineswegs einhellig, sondern oftmals im Streit. Man ist sich nur über eines weitgehend einig. Die Frage, was ist und soll Philosophie, ist selber schon eine philosophische Frage. Ihre Beantwortung gehört schon zum Gegenstand der Philosophie. Somit haben wir es beim Welttag, UNESCO-Welttag der Philosophie, also mit einem etwas eigentümlichen und ambivalenten Phänomen zu tun. Es wird der kulturell wichtige Beitrag von etwas gewürdigt und bekräftigt, von dem aber nicht so ganz klar ist, um was es sich denn eigentlich genau dabei handelt. Betrachtet man die Dinge so, legt sich für einen Vortrag am UNESCO-Welttag der Philosophie nahe, sich genau mit der Frage auseinanderzusetzen, was Philosophie ist und wozu sie gut ist. Eine verbindliche Antwort auf diese Frage kann es nicht geben. So etwas wäre angesichts des Streits der Philosophen über die Philosophie schlicht anmaßend. Jede Philosophin und jeder Philosoph wird seine eigene Definition von Philosophie haben. Auch ich habe eine Definition von Philosophie. Es ist meine Lieblingsdefinition von Philosophie. Ich habe sie schon lange. Sie stammt aus den Fragmenten, die uns aus der Schule des Epikur überliefert sind. In einem dieser Fragmente wird von der Philosophie gesagt, sie sei die Tätigkeit, die durch Argumentation und Diskussion das glückselige Leben verschafft. Philosophie ist die Tätigkeit, die durch Argumentation und Diskussion das glückselige Leben verschafft. Da ich Ihnen eine verbindliche Definition von Philosophie nicht anbieten kann, werde ich heute Abend etwas Bescheideneres tun. Ich will versuchen, Ihnen an einem Beispiel einen Einblick in die Werkstatt eines Philosophen zu geben,
genauer Ihnen an einem Beispiel einen Einblick zu geben, wie man Philosophie betreiben kann oder zumindest betreiben könnte. Am Schluss werde ich dann auf meine epikureische Lieblingsdefinition von Philosophie noch einmal kurz zurückkommen. Ich beginne mit der Frage, die Sie sich vielleicht auch schon gestellt haben oder die Sie zumindest interessieren könnte. Was treiben Philosophen eigentlich so den lieben langen Tag an einem philosophischen Institut? Jeder an einem Philosophieinstitut wird Ihnen die Frage mehr oder weniger etwas anders beantworten. Aber ich denke, dass ich den Kolleginnen und Kollegen, auch den Kolleginnen und Kollegen am Stuttgarter Institut für Philosophie nicht zu nahe trete, wenn ich jetzt in unser aller Namen erst einmal sage, Philosophen denken nach. Sonst nichts? Werden Sie vielleicht zurückfragen? Ehrlich gesagt, nein, sonst nichts. Philosophen denken nach, aber das ist ziemlich viel, selbst wenn es erst einmal nicht nach viel aussieht. Und nachzudenken heißt wesentlich zu argumentieren, teils alleine, teils mit anderen. Gemeinschaftliches Argumentieren nennt man in der Regel Diskussion. Wenn Philosophen denken und nachdenken, dann argumentieren und diskutieren sie, genauso wie es die Epikureer in dieser Definition von Philosophie sagen. Doch worüber denken Philosophen nach? Das ist schon neuralgischer. Denn spätestens mit dieser Frage gehen die Antworten der Philosophen, auch die Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen, dann schnell auseinander. Die beste Antwort darauf klingt wie ein Ausweichen vor der Frage. Aber sie ist in meinen Augen die beste Antwort. Philosophen denken über jeden möglichen Gegenstand nach. Sie denken, wie wir im Deutschen so schön sagen, über Gott und die Welt nach. Warum ist das die beste Antwort? Nun, ich glaube, dass der Philosophie so etwas wie eine Leitfrage zugrunde liegt. Sie lautet nach meinem Verständnis so: Lässt sich und wie lässt sich vor dem Hintergrund der uns gestellten Aufgabe, ein gutes, ein gelingendes Leben zu führen, die Welt und die Stellung des Menschen in der Welt als ein vernünftig eingerichtetes Ganzes auf vernünftige Weise denken? Ist das tatsächlich die explizite oder geheime Leitfrage der Philosophie? Versteht man eigentlich sofort, warum die Philosophie der Tendenz nach alles Mögliche zum Thema ihres Nachdenkens machen kann? Denn alles Mögliche lässt sich ja daraufhin befragen, ob und welchen Beitrag es zum Ganzen der Welt und zur Vernünftigkeit oder auch zur Unvernunft, zum guten oder misslingenden Leben beisteuert. Es ist klar, dass wir jetzt nicht in 45 Minuten über Gott und die Welt nachdenken können. Wir müssen uns auf ein Beispiel beschränken, um an ihm zu illustrieren, wie das geht oder gehen könnte, über ein Thema philosophisch nachzudenken. Als exemplarisches Thema habe ich einen Dauerbrenner der Philosophie gewählt, das Leib-Seele-Problem oder auch das Körper-Geist-Problem. Die Philosophen fragen immer wieder, wie hängen Geist und Seele und unser Körper und die übrigen materiellen Dinge in der Welt miteinander zusammen? Dass sie miteinander zusammenhängen, ist offensichtlich. Denn wir spuken ja hier ja nicht als Gespenster durch die Welt, sondern sind Menschen aus Fleisch und Blut. Aber gleichzeitig sind wir mehr als nur ein Stück kompliziert aufgebaute Materie, denn wir sind Wesen, die Gefühle haben, Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Wünsche, Träume, Vorstellungen. In jedem menschlichen Körper steckt irgendwie eine Person, die diese Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken, Wünsche, Träume, Vorstellungen hat. In meinem Körper hier stecke ich und Sie stecken in Ihrem Körper. Und wer bin ich?
Und wer sind Sie? Na, das ist doch erstmal für jeden von uns klar. Was könnte klarer sein? Ich kann von mir sagen, ich bin Holm Tetens, der gerade vor Ihnen steht, sich im Augenblick auf seinen Vortrag konzentriert, gerade die Gedanken dieses Vortrags noch einmal mitdenkt, diesen Vortrag freiwillig hält, also halten will und so weiter und so fort. Aber jedes Ich mit seinen Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, Wünschen, Vorstellungen ist in einem biologischen Organismus, ist, wie wir auch sagen, in einem Leib verkörpert. Soweit, so gut. Alles, was ich bisher gesagt habe, sind in gewisser Weise Selbstverständlichkeiten, sind Gemeinplätze. Und Philosophie beginnt oft mit Gemeinplätzen. Alle teilen sie, alle stimmen ihnen zu, man denkt nicht groß drüber nach. Doch Philosophie hat damit zu tun, diese Gemeinplätze doch nochmal zu hinterfragen. Denn sie sind oftmals weniger klar, als es den ersten Anschein hat. Unseren Gemeinplatz, dass jedes Ich in einem biologischen Organismus oder Leib verkörpert ist, provoziert unter anderem die Frage, wo und wie ist denn mein Ich in meinem Leib verkörpert? Stecke ich irgendwie in meinem ganzen Leib? Doch wie das? Etwa so, dass ich in jedem Teil meines Leibes stecke? Befindet sich mein Ich also unter anderem im Zwerchfell? Na, das nun gerade nicht. Das wäre ebenso zum Lachen wie die Auskunft, mein Ich hielte sich in meiner Blase auf oder gar vorwiegend in meiner Blase auf. Nein, wir glauben heute zu wissen, wo vor allem das Ich im menschlichen Körper sitzt, im Gehirn. Heute sagen wir mit einer gewissen Bestimmtheit, kein bewusstes Ich mit all seinen Wahrnehmungen, Empfindungen, Gedanken und Wünschen ohne ein funktionierendes Gehirn. Und das Gehirn funktioniert nur, falls es seinerseits mit dem übrigen menschlichen Organismus richtig vernetzt ist. Auch das ist inzwischen ein Gemeinplatz geworden, obwohl wir ihn der Hirnforschung verdanken. Philosophen lassen allerdings auch bei diesem Gemeinplatz nicht locker. Sie fragen, wie Hirnforscher herausgefunden haben, dass das Ich vor allem im Gehirn steckt. Deshalb schauen sich Philosophen die Gehirnforschung genauer an. Das muss nicht bedeuten, dass sich Philosophen unbedingt in das Labor der Hirnforscher begeben würden und sich dort blicken lassen würden. Einige tun dies, andere tun das nicht. Bis in weite Kreise der Öffentlichkeit scheint sowieso sich herumgesprochen zu haben, dass Philosophen gerne im Lehnstuhl sitzen und von dort aus Philosophie betreiben. Außer vor sich hinzudösen, kann man im Lehnstuhl eigentlich nur lesen, sich unterhalten, etwas zu Papier bringen, nachdenken. So einen schönen Arbeitsplatz verlässt man natürlich nicht freiwillig. Und deshalb wissen Philosophen, das Allermeiste, was sie über das Gehirn und seine Verbindung mit dem seelischen und geistigen Ich wissen, aus der Lektüre der Publikationen, der Bücher und Aufsätze von Hirnforschern. Damit unsere Fallstudie halbwegs realistisch ist, wollen wir es auch so handhaben. Wir ziehen ein Buch des Hirnforschers Gerhard Roth, einer der Publikumsmagneten unter den Hirnforschern, zu Rate. Roth hat unter vielen anderen ein Buch geschrieben mit dem Titel Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten, warum es so schwierig ist, sich und andere zu verändern. Dieser neurobiologische Ratgeber enthält auch einen Abschnitt mit dem Titel Ich-Zustände. Und das war ja unser Thema. Wie hängt aus der Sicht der Hirnforschung und auf der Basis ihrer Ergebnisse das Ich mit dem Gehirn zusammen? Schauen wir uns genauer an, was Roth uns zu sagen hat und wie ein Philosoph sich anschaut, was Roth zu sagen hat. Der Textabschnitt Ich-Zustände beginnt so, ich zitiere. Eine der wichtigsten und meistgestellten Fragen im Zusammenhang mit der Persönlichkeit ist die Frage, wer bin ich? Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert, insbesondere weil dieses Ich nur teilweise, nämlich in seinen bewussten Anteilen, direkt zugänglich ist.
Von dem größten Teil oder selbst, nämlich dem Unbewussten, merken wir erst einmal gar nichts. Roth bleibt wohlweislich bei dem bewussten Teil des Ich. Er fährt dann im Text fort, ich zitiere ihn erneut. Dasjenige, was wir Menschen in uns und von uns bewusst erfahren, gehört drei grundlegenden Erlebnisbereichen an, nämlich Geist, Gefühl, Körper und Umwelt. Wir erfassen die Dinge um uns herum, unsere Umwelt, mit unseren Sinnesorganen und wirken durch unser Verhalten auf sie ein. In eigenartig anderer Weise erleben wir den Körper. Er ist unser Körper. Wir empfinden mit ihm Lust und Schmerz und irgendwie sind wir auch unser Körper. Und doch fühlen wir uns manchmal getrennt von ihm. Am meisten fühlen wir uns eins mit unseren geistigen Zuständen und Gefühlen, also den Wünschen, Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen. Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen können sich scheinbar völlig vom Körper lösen, während Gefühle und Wünsche häufig mit ihm zu tun haben. Und doch scheint es eine Konstante in diesem Wirrwarr zu geben. Diese Konstante ist das Ich. Ein Blick in den Spiegel oder auf ein vergilbtes Foto sagt mir in aller Regel, das bin ich. Ich wache morgens auf und weiß in aller Regel, wer ich bin. Und meist weiß ich, zuweilen mit einiger Verzögerung, wo ich bin. Ich bin ich. Wer sonst? Soweit Roth. Gut gesagt, oder? Oder möchte jemand widersprechen? Nein, das stimmt alles. Aber ein Philosoph wird weiterfragen. Woher weiß genau der Hirnforscher Roth das, was er vor den Lesern ausbreitet? Und hier wird der Philosoph sofort stutzig. Alles, was Roth sagt, wusste jeder schon, nämlich aus seiner eigenen Selbsterfahrung. Man muss nicht Hirnforscher sein dazu. Selbst jemand, der dem grotesken Irrtum aufsitzt, dass ich hause im Zwerchfell, selbst derjenige weiß bereits alles aus der Selbsterfahrung, was der Hirnforscher Roth hier sagt. Aber vielleicht sind wir etwas zu ungeduldig. Hören wir Roth noch ein Stück weiter. Zitat: Denken wir aber darüber nach, wer oder was dieses Ich eigentlich ist, dann werden wir nicht fündig. Es sind Fetzen von Selbsterkenntnis, vermischt mit Aussagen von anderen über uns. Wir reflektieren über unsere Gefühle, Wünsche, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und Verhaltensweisen und scheinen uns dabei im Kreise zu drehen, denn diese Bereiche sagen uns jeweils Verschiedenes über uns, aber nicht eigentlich Fassbares. Nach langem Nachdenken und in der Nachfolge des Nachdenkens vieler berühmter Leute über sich selbst kommen wir zu zwei wichtigen Erkenntnissen. Wir sind nicht ein Ich, sondern mehrere Ich-Zustände, die sich aufeinander beziehen. Und wir sind uns selber undurchdringlich. Das Ich kann sich nicht oder nicht gründlich, das heißt auf den Grund, durchschauen. Soweit Roth. Es ist gut, dass wir weitergelesen haben. Jetzt wird es nämlich interessant. Das wussten wir noch nicht aus unserer Selbsterfahrung. Wir sind gar kein Ich, sondern wir sind nur mehrere Ich-Zustände gewissermaßen. Wir sind ein Bündel von Ich-Zuständen. Ich bin ein Bündel von Ich-Zuständen. Doch halt, wenn man es so hinschreibt, klingt der Satz seltsam. Ich bin ein Bündel von Ich-Zuständen. Wer bitte ist das Bündel von Ich-Zuständen? Ja, ich. Ich bin ein Bündel von Ich-Zuständen. Doch ich selber bin ja ein Bündel von Ich-Zuständen. Also darf ich doch sagen, ich, ein Bündel von Ich-Zuständen, bin ein Bündel von Ich-Zuständen. Ein Bündel von Ich-Zuständen ist ein Bündel von Ich-Zuständen. Das ist wieder wahr, sogar trivialerweise wahr. Ein Glück. Nur wollten wir das wirklich sagen? Will Roth uns das wirklich sagen? Ein Bündel von Ich-Zuständen ist ein Bündel von Ich-Zuständen?
Der UNESCO-Welttag der Philosophie ist der UNESCO-Welttag der Philosophie. Nein, irgendetwas scheint uns aus dem Ruder gelaufen zu sein. Unsere Selbsterfahrung sagt uns, es gibt mich als den Träger meiner vielen Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken, Wünsche, Vorstellungen, also meiner Ich-Zustände. Und ich bin dabei immer derselbe. Und es gibt diese vielen Ich-Zustände, die sich jeweils durch die Art des Zustandes und den Inhalt unterscheiden. Aber das soll nicht wahr sein. In Wahrheit, so Gerhard Roth, gibt es nur das Bündel von Ich-Zuständen. Diese Einsicht muss aus der Hirnforschung stammen, also rätseln wir nicht herum, das ist unnötig, wo wir doch einfach weiterlesen können. Hören wir Roth also weiter. Schon die erste Erkenntnis, dass wir viele bewusste Ich-Zustände sind, wir sind viele bewusste Ich-Zustände, ist auf den ersten Blick beängstigend, wird aber durch psychologische bzw. neuropsychologische Untersuchungen bestätigt. Es gibt in der Tat ganz unterschiedliche Bewusstseinszustände, die jeweils mit einer Ich-Vorstellung verbunden sind. Hierzu gehören erstens die Wahrnehmung von Vorgängen in der Umwelt und im eigenen Körper. Ich nehme wahr bzw. empfinde gerade das und das. Zweitens mentale Zustände wie Denken, Vorstellen und Erinnern. Ich denke, erinnere mich, stelle mir gerade dies oder jenes vor. Drittens Bedürfniszustände, Affekte, Emotionen. Ich habe Hunger, bin müde, fürchte mich. Viertens, das Erleben der eigenen Identität und Kontinuität. Ich bin der, der ich gestern war. Fünftens, die Meinigkeit des eigenen Körpers. Dies ist mein Körper. Sechstens, die Autorschaft der eigenen Handlungen und mentalen Akte. Ich will bzw. habe gewollt, was ich gerade tue. Siebtens, die Verordnung des Selbst und des Körpers in Raum und Zeit. Es ist Samstag, der 20.01.2007 und ich befinde mich gerade in X. Achtens, die Unterscheidung zwischen Realität und Vorstellung. Was ich sehe, existiert tatsächlich und ist kein Traum oder Wahn. Und schließlich neuntens, das selbstreflexive Ich. Wer oder was bin ich eigentlich? Was tue ich und warum? Immer noch Roth. Wie kommen Psychologen bzw. Neuropsychologen zu diesen Unterscheidungen? Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass bei Patienten einzelne solcher bewussten Ich-Zustände selektiv, also ohne Beeinträchtigung der anderen Ich-Zustände, ausfallen können. Das heißt, es gibt Patienten, die nicht wissen, wer sie sind oder die das Gefühl haben, sie steckten im falschen Körper, die aber ansonsten keinerlei geistige oder psychische Störungen aufweisen, also nicht irgendwie verrückt sind. Diese verschiedenen Ich-Zustände bilden funktionale Einheiten oder Module und deshalb spricht man von einer Modularität der Ich-Zustände. Wie wir sehen werden, ist dies dadurch verursacht, dass unterschiedliche Gehirnsysteme den unterschiedlichen Ich- und Bewusstseinszuständen zugrunde liegen. Soweit Roth. Roth sagt also, es gibt kein einheitliches Ich, sondern nur Ich-Zustände. Und es gibt nur verschiedene Ich-Zustände, weil unterschiedliche und voneinander getrennte Regionen des Gehirns für unterschiedliche Ich-Zustände zuständig sind. Und weil es keine Zentralregion im Gehirn gibt, die noch einmal gewissermaßen der Ich-Zustand aller dieser Ich-Zustände ist oder diese Ich-Zustände zusammenfasst und beherrscht und koordiniert. An dieser Stelle zeigt uns Roth ein Bild vom Gehirn und das finden Sie auch im Handout auf der Rückseite und das gucken Sie sich vielleicht an, wenn ich Ihnen jetzt gleich noch etwas von Roth zitiere. Wissenschaftlich vornehm ausgedrückt zeigt es die sogenannte funktionelle Topologie des Gehirns. Das sagt aber auch nichts anderes als, gezeigt wird eine Art Landkarte des Gehirns, wo eingetragen ist, wo welcher Ich-Zustand im Gehirn zu Hause ist. Wenn man das Bild halbwegs neurowissenschaftlich kommentiert, muss man sich so ausdrücken. Ich zitiere noch einmal Roth. Das autobiografische Ich entsteht aufgrund von Aktivitäten
im vorderen Pol des Temporallappens im Zusammenwirken mit dem Hippocampus. Das reflexive Ich ist eine Funktion des präfrontalen Kortex und das ethische Ich, das Gewissen, ist gebunden an Funktionen des orbitofrontalen und ventromedialen präfrontalen Kortex. Allgemein gilt, dass emotionale Zustände eher rechtshemisphärisch, kognitive und sprachvermittelte Kompetenzen eher linkshemisphärisch angesiedelt sind. Ich breche ab. Was haben wir gelernt? Nun, so gut wie alles, was Roth über das Ich und die Ich-Leistung aussagt, wissen wir aus der gewöhnlichen alltäglichen Selbsterfahrung. Und zwar unabhängig von der wissenschaftlichen Psychologie, der Neuropsychologie und der Hirnforschung. Insbesondere wissen wir aus der eigenen Selbsterfahrung, dass normalerweise jeder von uns die Fähigkeit hat, den eigenen Körper zu identifizieren und in Raum und Zeit zu lokalisieren und sich selbst alle eigenen mentalen Zustände mit ihren Inhalten als Zustände des eigenen, dabei stets mit sich identischen Ich zuzuschreiben. Das alles wissen wir aus unserer Selbsterfahrung. Die Hirnforschung trägt nur in einer Hinsicht etwas dazu bei, nämlich durch die Entdeckung, dass verschiedene Ich-Funktionen mit elektrochemischen Aktivitäten in verschiedenen Hirnarealen korreliert sind. Und zwar sind sie so korreliert, dass bei Schädigungen oder Ausfällen eines dieser Areale einige dieser Ich-Funktionen ausfallen, während die anderen aufrechterhalten bleiben. Was folgt aus diesem Befund der Hirnforschung? Für Roth ist die Sache klar. Und abermals zitiere ich ihn. Das Ich ist also gar keine einheitliche Instanz, sondern ein Attribut, ein Etikett, das sich an unterschiedliche Bewusstseinsoperationen anheftet. Das bin ich, der dies oder jenes gerade denkt, fühlt oder tut, wobei dieses Bündel, Ich-Bündel, im Wesentlichen durch das autobiografische Gedächtnis erzeugt wird. Und spätestens an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wird ein Philosoph mit dem Kopf schütteln und laut rufen. Ganz langsam jetzt mal, bitte. Denn der Philosoph achtet genau auf das, was hier passiert. Aus Befunden der Hirnforschung schließt der Hirnforscher Roth, dass es kein einheitliches Ich gebe, sondern nur ein Bündel-Ich. Doch gerade von Schlüssen verstehen Philosophen etwas. Denn das korrekte Schließen und Erschließen von Sachverhalten ist ein Herzstück des gründlichen Nachdenkens. Ist das, was Roth sich erschließt, vernünftig erschlossen? Ist es vielleicht sogar zwingend? Ein Philosoph wird darauf verweisen, ein Schluss hat Prämissen und eine Konklusion. Die Prämissen müssen wahr sein und dann muss es noch eine Schlussregel geben, die sicherstellt, dass die Konklusion wahr ist, falls die Prämissen wahr sind. Ein Philosoph wird den Hirnforscher Roth also mit der Frage konfrontieren, sag mal, was ist deine Prämisse genau und was ist deine Konklusion? Schreiben wir den Schluss sorgfältig und vollständig hin und schauen wir uns die Sache nochmal ganz genau an. Was uns der Text von Roth liefert, lässt sich so zusammenfassen, und das finden Sie auf der ersten Seite als Torso. Ein künstlerischer Torso ist etwas Bemerkenswertes, kann einen ganz eigenen Reiz haben. Ein Argumentationstorso hat diese wunderbare Eigenschaft nicht. Er ist etwas durchgängig Problematisches. Aber der Torso sieht so aus. Das ist das, was Roth uns liefert. Erstens die Prämisse, verschiedene Ich-Funktionen sind auf verschiedene Hirnareale verteilt und dort mit elektrochemischen Aktivitäten korreliert, sodass sie unabhängig voneinander ausfallen und fortbestehen können. Konklusion, also gibt es das Ich gar nicht als ein und derselbe Träger der verschiedenen Bewusstseinsinhalte. Es gibt eben nur dieses Ich-Bündel oder dieses Bündel-Ich. Sehen Sie, meine Damen und Herren, so etwas machen Philosophen und Philosophinnen. Sie schauen sich Argumente ganz genau an und denken über sie nach.
Und es gehört jetzt ein bisschen Übung dazu, um zu erkennen, dass aus Roths einziger Prämisse seine Konklusion niemals folgt. Wenn aus einer Prämisse die Konklusion gar nicht folgt, dürfen wir Gerhard Roth dann entgegenhalten, seine These, seine Konklusion sei widerlegt? Nein. Argumentieren dient nicht dazu, Recht zu haben. Argumentieren dient dazu, gemeinsam die Wahrheit zu finden. Und die Philosophen und die Philosophie ist eine Art Reparaturbetrieb, spezialisiert unter anderem auf Argumentationsschrott, aus dem Philosophen wieder blitzblanke Argumente zaubern. Wenn wir am Welttag der Philosophie eine Art Werbespruch für die Philosophie entwickeln könnten, dann könnte der so lauten: Sie sitzen gedanklich fest, werfen Sie Ihre Gedanken nicht weg, bringen Sie sie uns, wir helfen Ihnen schnell, dezent und extrem kostengünstig. Seit über 2000 Jahren schon im Geschäft. Aber Spaß beiseite. Wer so schließen möchte wie Gerhard Roth, braucht mehr Prämissen. Aber sie lassen sich auch finden. Auch dazu gehört Übung. Philosophen üben so etwas. Mit einiger Übung wird ein Philosoph merken, dass Roth mit folgenden zusätzlichen Prämissen doch noch zu seiner Konklusion kommen kann. Also wir übernehmen seine Prämisse 1. Verschiedene Hirnfunktionen sind auf verschiedene Hirnareale verteilt und dort mit elektrochemischen Aktivitäten korreliert, sodass verschiedene Ich-Funktionen unabhängig voneinander ausfallen und fortbestehen können. Wir brauchen aber eine weitere Prämisse, die könnte lauten: Das, was wir Ich nennen, besitzt genau die strukturellen Eigenschaften, die die neuronalen Korrelate der Ich-Funktionen besitzen. Und wenn Sie jetzt eine Schlussregel haben, wie stimmen zwei Gegenstände X und Y in ihren strukturellen Eigenschaften überein und besitzt X die strukturelle Eigenschaft F, so besitzt auch Y die Eigenschaft F, dann können Sie tatsächlich zu einer Zwischenkonklusion kommen, nämlich zu der: Also zerfällt das Ich in verschiedene voneinander unabhängige Ich-Funktionen. Und dann nehmen Sie als Prämisse noch hinzu: Wenn das Ich in verschiedene voneinander unabhängige Funktionen zerfällt, ist das Ich gar nicht ein und derselbe Träger der verschiedenen Bewusstseinsinhalte. Schlussprinzip: Ist X der Fall und hat Y zur Folge, so ist Y der Fall. Also gibt es das Ich gar nicht als ein und derselbe Träger der verschiedenen Bewusstseinsinhalte. Das ist durchaus jetzt typisch für die Philosophie. Ein Philosoph bringt ein schlampig vorgetragenes Argument so weit in Ordnung, dass zumindest aus den Prämissen die Konklusion folgt. Ist damit Roths zentrale These bewiesen? Nein, wird eine Philosophin einwenden. Die Konklusion könnte immer noch falsch sein. Und wenn wir unserer Selbsterfahrung glauben dürfen, ist die Konklusion falsch. Wie wir schon gesehen haben, wir erleben uns sehr wohl als ein und derselbe Träger all unserer verschiedenen Bewusstseinszustände. Dies ist selber eine Tatsache, die nicht dadurch aus der Welt geschafft ist, dass Ich-Funktionen mit räumlich getrennten Hirnaktivitäten korrelieren und manchmal bei Läsionen partiell zusammenbrechen und ihren Zusammenhang verlieren. Die Hirnforschung kann nur diese Erfahrung eines identischen Ich gegenwärtig nicht erklären, jedenfalls gegenwärtig noch nicht erklären. Hören wir jetzt zunächst einen zweiten Hirnforscher, Wolf Singer, auch er ein öffentlicher Star der Hirnforschung. Singer sagt Folgendes: Heute können wir Hirnaktivitäten messen, und nirgends ist so ein Zentrum für den letztendlichen Auswertungsprozess zu entdecken. Es gibt offensichtlich keinen einzelnen Ort, wo alle Informationen zusammenlaufen, wo aus den verschiedenen Sinnessignalen schlüssige Bilder der Welt gefertigt werden, wo Entscheidungen fallen, wo das Ich, Ich sagt. Stattdessen sehen wir uns einem extrem dezentral organisierten System gegenüber,
indem an vielen Orten gleichzeitig visuelle, auditorische oder motorische Teilergebnisse erarbeitet werden. Und diese koordiniert das Gehirn auf recht geheimnisvolle Weise zu einer zusammenhängenden Deutung von Welt. Wie es kommt, dass dieses System auch über sich selbst Protokoll führt, sodass es sich seiner selbst bewusst wird, zählt zu den spannendsten philosophischen Fragen unserer Zeit. Soweit Wolf Singer. Anders als Roth wagt Singer nicht gleich die These, es gebe gar kein einheitliches Ich. Er kämpft offensichtlich mit dem Problem, dass die Erfahrung eines einheitlichen Ich schwer mit einem dezentralen Gehirn ohne Steuerungszentrale zu erklären ist. Aber auch Singer scheint es offensichtlich erst einmal für plausibel zu halten, dass das Ich und das Ich-Erleben strukturell so sein müssen wie die neuronalen Korrelate der Hirnfunktionen. Da das Gehirn keine Zentralinstanz kennt, ist eigentlich auch kein einheitliches Ich zu erwarten. Diese Intuition teilen beide, Roth und Singer. Roth schließt daraus, dass es ein einheitliches Ich nicht gebe. Singer ist viel vorsichtiger und fragt nur, wie sich ein einheitliches Ich erklären lasse, wo das Gehirn doch ohne Steuerungszentrale auskommt. Eine Philosophin, meine Damen und Herren, wird weiterfragen. Warum muss das bewusste Ich eigentlich genau dieselben strukturellen Eigenschaften besitzen, die auch die neuronalen Korrelate der Ich-Zustände aufweisen? Plausibel wäre das, wenn letztlich das, was wir das Gehirn nennen, mit dem Gehirn identisch, was wir das Ich nennen, mit dem Gehirn identisch wäre. Aber sollte man aus den Ergebnissen der Hirnforschung nicht eigentlich genau das Gegenteil schließen? Die Ergebnisse der Hirnforschung stimmen ja offenkundig nicht überein mit unserer Selbsterfahrung. Warum jedoch sollten wir an unserer Selbsterfahrung zweifeln? Die Philosophin könnte folgendes Argument vorbringen, auch das finden Sie im Handout. Prämisse: Das bewusst erlebte Ich ist ein und derselbe oberste Träger aller meiner Ich-Zustände. Zweite Prämisse: Das Gehirn kennt keine oberste zentrale Instanz, von der aus alle seine Zustände gesteuert werden. Schlussprinzip: Zwei Gegenstände X und Y sind nicht identisch, wenn X eine Eigenschaft besitzt, die Y nicht besitzt. Also ist das bewusste Ich, das bewusst erlebte Ich, nicht identisch mit meinen Gehirnaktivitäten. Ich bin nicht mein Gehirn. Und ich sollte mich auch nicht mit meinem Gehirn verwechseln. Das ist die Botschaft dieses Arguments. Wer den philosophischen Überlegungen bis hierhin gefolgt ist, der darf sich Folgendes sagen. Entweder das Ich-Erleben lässt uns das eigene Ich so erleben, wie es ist. Das Ich-Erleben ist keine Illusion. Dann aber kann das bewusste Ich-Erleben nicht identisch mit den strukturellen Eigenschaften des Gehirns sein. Denn ist es damit identisch, dann ist das Ich-Erleben eine Illusion, weil es ein identisches Ich als Träger von bewussten Ich-Zuständen nicht gibt, sondern nur ein Bündel voneinander unabhängiger Gehirnfunktionen. Ziehen wir also eine vorläufige Bilanz. Unsere philosophischen Überlegungen haben uns zwei Dinge erkennen lassen. Erstens haben sie uns darauf gestoßen, dass die beiden folgenden Thesen relevant und bedenkenswert sind für die Frage nach der Verkörperung des Ich. Zur Diskussion steht einmal die Behauptung, das bewusste Erleben ist keine Illusion. Sie steht zur Diskussion, als wahr oder möglicherweise als falsch. Und die zweite, das bewusste Ich-Erleben ist mit strukturellen Eigenschaften des Gehirns identisch. Das kann wahr oder falsch sein. Aber wir haben etwas Zweites erkannt. Wir haben erkannt, dass diese beiden Thesen sich wechselseitig ausschließen. Sie können nicht beide wahr sein. Diese beiden philosophischen Einsichten sind durchaus typisch für viele Resultate philosophischen Nachdenkens. Und man sollte sich hüten, sie gering zu achten.
Denn man ist sich über eine Problemlage und eine Beweislage im Klaren geworden, eine Klarheit, die man, Hand aufs Herz, vorher nicht hatte. Geringschätzen wird nur derjenige die beiden Einsichten, der gleich eine definitive Antwort auf die Frage erwartet, welche der beiden Thesen A und B wahr ist oder ob sie beide falsch sind. Zugegeben, definitiv entscheiden unsere philosophischen Überlegungen noch nicht zwischen den beiden Thesen. Aber in Wahrheit sind wir auch in dieser Frage ein gutes Stück vorangekommen. Am Beispiel des Hirnforschers Roth haben wir nämlich gesehen, Roth selber startet ja mit Selbsterfahrungen, nicht einfach mit Befunden der Hirnforschung. Er bezweifelt diese Selbsterfahrungen nicht, hält sie also für zuverlässig und nicht für illusionär und irreführend. Nun ist aber ein Moment des Ich-Erlebens, dass wir uns als identischen Träger unserer Bewusstseinszustände erleben. Dieses Moment unseres Ich-Erlebens lässt Roth allerdings nicht gelten, wie wir gesehen haben. Kann er dafür einen Grund anführen? Nun, wir müssen uns nur Roths Argument noch einmal genauer anschauen, dann sehen wir. Roth muss für seine These vom modularen Bündel-Ich schon die Identität von Bewusstsein und Gehirn als Prämisse voraussetzen. Das ist nicht besonders konsequent. Roth vertraut dem Selbsterleben weitgehend und misstraut ihm nur an einer Stelle mit Berufung auf die Identitätsthese. Das Ich ist strukturell mit dem Gehirn und seinen Zuständen identisch. Woher weiß er, dass diese These wahr ist? Zeigen ihm das die Ergebnisse der Hirnforschung? Die Aussagen der Gehirnforschung sind nur dann wahr, wenn strukturelle Eigenschaften des Gehirns mit dem bewussten Erleben, wie es die Versuchspersonen berichten, korreliert werden. Nicht die von Forschern aufgestellten Korrelationen können das von Versuchspersonen berichtete bewusste Erleben korrigieren, sondern umgekehrt ist es ja. Es müssen die Korrelationsbehauptungen angepasst werden an das von Versuchspersonen berichtete bewusste Erleben. Deshalb können Verweise auf strukturelle Eigenschaften des Gehirns keine Berichte von Versuchspersonen über ihr bewusstes Erleben korrigieren. Da wir uns im Normalzustand als identische geistige Ich-Subjekte all unserer Bewusstseinszustände erleben, können Verweise auf strukturelle Eigenschaften des Gehirns diese Struktur unseres Ich-Erlebens nicht aufheben. Im Zweifelsfalle ist eben die These von der Identität von Gehirn und bewusstem Ich-Erleben falsch. Wir haben also eine dritte philosophische Einsicht gewonnen. Die These von der Identität von Ich und Gehirn ist kein Resultat der Hirnforschung, sondern muss vorausgesetzt werden, um aus den empirischen Befunden der Hirnforschung die Bündeltheorie des Ich ableiten zu können. Meine Damen und Herren, diese drei philosophischen Einsichten sind wirkliche Einsichten. Sie lassen uns klarer sehen. Wie oft erleben wir heute in Diskussionen, dass jemand in der einen oder anderen Form das Geistige mit dem Neuronalen identifiziert und sich dabei auf die Gehirnforschung beruft? Aus der Philosophie kann man wissen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Wer Ich und Gehirn miteinander identifiziert, der muss bereit sein, durchaus gravierende Beweislasten auf sich zu nehmen. Diese Beweislasten werden in der Regel nicht eingelöst. Sich nicht gleich mit dem Verweis, das hat die Hirnforschung bewiesen, eine ganz beliebte Wendung heute in Diskussionen, das hat die Hirnforschung bewiesen. Inzwischen wissen wir aus der Hirnforschung, man sollte sich also nicht gleich mit solchen Verweisen einschüchtern und in die Defensive drängen lassen, sondern sich eine gewisse intellektuelle Souveränität und argumentative Übersicht zu erarbeiten und bewahren. Damit wird belohnt, wer mit einer gewissen Beharrlichkeit sich unter anderem dieser Übung unterzieht, Argumente genauer und gründlicher zu analysieren. Es ist schon richtig,
wenn Philosophen immer wieder darauf verweisen, es komme in der Philosophie darauf an, sorgfältig und genau zu argumentieren. Das ist keine langweilige oder lästige Übung, sondern das kann durchaus intellektuelles Vergnügen bereiten und sehr befriedigend sein. Längst sind wir mit unserem kleinen Exkurs ans Ende gekommen. Ich erlaube mir noch einmal auf die Philosophiedefinition der Epikureer zurückzukommen. Das Nachdenken über das Für und Wider von Thesen schließt ja wesentlich die Fähigkeit ein, uns von dem, was tatsächlich oder nur scheinbar unhintergehbar der Fall ist, zu distanzieren, es doch zu hinterfragen und uns dem Handlungszwang, den das vermeintlich Reale auf uns ausübt, ein Stück weit zu entziehen. Nachdenken ist Unterbrechung und Aufhebung von Handlungszwängen. Nachdenken ist wesentlich Argumentieren. Also ist Argumentieren Unterbrechung und Aufhebung von Zwängen und vermeintlichem Realitätsdruck. Insofern werden wir in unerhörter Weise im und beim Philosophieren, beim intellektuellen und argumentativen Aufbegehren gegen den Absolutismus vermeintlicher Realitäten innerlich befreien. Innerlich frei, so frei, wie uns das kaum eine andere Tätigkeit verschaffen kann. Philosophisches Argumentieren realisiert im Vollzug bereits vernünftige innere Freiheit und damit realisiert sie bereits ein gewichtiges Anfangsstück für ein gutes Leben. Deshalb gilt folgende vorsichtigere Fassung der epikureischen Philosophiedefinition, wonach Philosophie das gute Leben verschafft. Es reicht ja zu sagen, Philosophie ist die Tätigkeit, die durch Argumentation und Diskussion schon ein gewichtiges Anfangs- und Teilstück für ein gutes Leben verschafft. Gibt es ein besseres philosophisches Argument dafür, auch in Zukunft jährlich einen UNESCO-Welttag der Philosophie zu veranstalten? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich habe vorhin beim Reinkommen so den einen oder anderen Studenten, Studierende von mir gesehen. Jetzt wissen Sie, warum Sie das machen müssen. Also wirklich eine hervorragende Zusammenfassung, was wir in der Philosophie machen, wie wir arbeiten und warum manchmal auch Sachen im Studium vielleicht erstmal lästig erscheinen und man eine Weile braucht, bis man rausfindet, warum ist es tatsächlich wichtig und nicht nur was, womit wir Studierende triezen. Finde ich ganz, ganz toll. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde für Ihre Fragen. Ich würde an der Stelle die Fragerunde eröffnen. Ich glaube, wir haben unten auch ein Mikrofon, das wir rumgeben können, damit Sie ein bisschen in dieser großen Runde dann doch auch ankommen. Gibt's Fragen? Einmal hier vorne. Warten Sie, einen Moment kommt, das Mikrofon kommt. Die Philosophen und die Hirnforscher, wie stehen die zueinander? Man hat ja manchmal den Eindruck, dass die sich so kritisch beäugen und ja, wir sind die echten Wissenschaftler und nicht ihr. So, kann man da was sagen? Ja, da kann man was sagen, dass die Lage sehr unübersichtlich ist. Es gibt Philosophen, die schließen sich den Hirnforschern sehr weitgehend an und die beziehen ihr philosophisches Selbstbewusstsein auch gegenüber anderen Philosophen nicht zuletzt daraus, dass sie sagen, wir arbeiten mit den Hirnforschern ganz eng zusammen und wir haben die wissenschaftlichen Tatsachen auf unserer Seite. Und es gibt Philosophen, die sagen, aus der Hirnforschung werden viel zu schnell voreilige Schlussfolgerungen gezogen, die zum Beispiel unser Selbstverständnis als Personen betreffen, die zum Beispiel die Frage betreffen, soll es weiterhin eine Strafjustiz geben oder soll es sie nicht geben? Darüber wird dann eine erbitterte Debatte geführt, erbittert deshalb,
weil eben viele sagen, das geht an die kulturelle Substanz unserer Gesellschaft, wenn wir das einfach preisgeben auf der Basis von Ergebnissen, die auch ganz andere Interpretationen zulassen, sodass diese Ergebnisse gar nicht eindeutig diese Schlussfolgerungen erlauben. Und Sie sehen aber, Philosophie ist der Versuch, die Argumente zu klären. Folgt aus den Ergebnissen der Hirnforschung wirklich das, was da gesagt wird, oder folgt es nicht? Aber darüber kann man selber ins Streit geraten, sodass, wie gesagt, die Sachlage unübersichtlich ist. Ich würde aber trotzdem sagen, tun gut daran, dass wir die Schlussfolgerungen, gerade auch der Hirnforscher, und hinterfragen. Und das war ja auch das Beispiel, das ich selber gewählt habe für den heutigen Vortrag. So, dann einmal die Dame in der Mitte. Ich frage mich, ob das denn berechtigt ist, wenn Sie Ihren Vortrag bezeichnet haben als ich, mein Gehirn und das Philosophieren. Denn Sie beschränken sich nur auf das bewusste Ich. Das ist meine eine Frage, denn der ganz große Anteil, der unbewusst bleibt und genauso zum Ich dazugehört, wird ja völlig vernachlässigt. Und die andere Frage ist, wie kamen Sie dazu, als Einsicht zu formulieren, das bewusste Ich-Erleben ist keine Illusion? Dafür habe ich versucht, darauf zu verweisen, dass wir uns selber jedenfalls erstmal so erleben. Wir erleben uns als eine Person, die in verschiedenen Zuständen sein kann, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Die Ich-Zustände, die unterscheiden sich in der Tat. Man kann einen Zweifel haben oder man kann eine Wahrnehmung haben, man kann Schmerzen haben. Das sind unterschiedliche Zustände, die einen unterschiedlichen Inhalt haben. Aber erst einmal könnte man sagen, wir haben eigentlich keine große Schwierigkeit, und in ganz vielen Alltagssituationen reden wir so. Eine Person kann auch in ihren geistigen Zuständen sehr unterschiedlich im Laufe der Zeit sein. Es ist trotzdem dieselbe Person. So erleben wir uns unmittelbar. Das kann man in der Tat in Frage stellen. Aber man muss dann gute Gründe dafür haben, es in Frage zu stellen. Und ich habe ja, das werden Sie mir zugestehen, ich habe nur eine kleine Fallstudie gemacht, in der nicht das ganze Problem, das komplexe Leib-Seele-Problem oder Körper-Geist-Problem aufgerollt werden kann. Insofern haben Sie recht, man kann auch darüber nachdenken, ob es ein unbewusstes Ich gibt, was wir damit meinen, wenn wir von einem unbewussten Ich reden. Und das ist natürlich selber ein weites philosophisches Feld, über das man, wie gesagt, nachdenken kann. Aber bei einem solchen Vortrag, wo man einen exemplarischen Einblick in die Werkstatt eines Philosophen geben soll, kann man nicht alle Themen ausdiskutieren oder ansprechen. Dann wäre der Vortrag völlig unübersichtlich geworden und Sie hätten vermutlich wenig erfahren, was Philosophen eigentlich tun. Genau, und ich glaube, eine Sache, was man ergänzen kann, ist an der Stelle, man sieht, glaube ich, sehr schön, wie Philosophie funktioniert. Wenn man etwas klarstellt, werden immer mehr Fragen, tauchen immer mehr Fragen auf, die man gerne stellen möchte und die dann sozusagen auch noch eine Antwort harren. So, jetzt war hier in der Mitte irgendwo. Ja, ich hätte eine Frage zu einem anderen Thema, und zwar, was würden Sie sagen, ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, die unmöglich in einem Satz zu beantworten ist. Und das ist selber übrigens eine philosophische Einsicht. Das ist selber eine philosophische Einsicht, dass man das nicht in einem Satz sagen kann. Der erste Schritt, um zu sehen, dass das eine hochkomplexe Frage ist, ist natürlich die Frage, die ein Philosoph stellt: Was meinst du, wenn du davon redest, vom Sinn des Lebens redest? Was ist da der Sinn oder der Bedeutungsbegriff? Und man muss diese Frage nur stellen, dann tritt man eine lange, komplexe Diskussion los. Nicht, dass es darauf nicht in der Philosophie inzwischen intelligente und sehr kluge Antworten gibt, aber die sind, wie gesagt, nicht in einem Satz zu formulieren. Okay.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, den fand ich auch wirklich sehr schön, auch sehr, dem Anlass sehr angemessen. Ich finde es auch, ich will Ihnen komplett recht geben, wenn Sie sagen, dass wir Leuten wie Gerhard Roth gegenüber die Beweislast umkehren dürfen. Und wenn sozusagen etwas klarerweise Teil unserer Selbsterfahrung ist, dass das ein Datum ist, das die Hirnforschung zu erklären hat und nicht andersherum. Allerdings habe ich ein bisschen den Verdacht, dass Sie unsere Erfahrung vielleicht etwas zu einfach beschrieben haben. Denn es gibt ja durchaus Philosophen wie David Hume oder heute Galen Strawson, die sozusagen einfach auf Grundlage ihrer Selbsterfahrung bestreiten, dass sie etwas in sich vorfinden wie ein gleichbleibendes Ich. Ja, und das hat gar nichts mit Hirnforschung zu tun oder dergleichen, sondern Hume und Strawson behaupten, nein, wenn ich mich in mich hineinschaue, kommt mir das auch so vor, als zerfiele ich in verschiedene Ich-Funktionen. Und das heißt, schon ihre These über unsere Erfahrung wäre etwas, was sozusagen auch bestimmte Beweislasten mit sich bringt. Und wenn die Lage so ist, könnte man sagen, na dann kriegt doch das Argument der Hirnforschung auch einen anderen Charakter. Ja, wenn es eine offene Streitfrage ist, wie wir unsere Erfahrung eigentlich richtig zu beschreiben haben, dann könnte man auch sagen, naja, wenn wir dann schon sozusagen auf organischer Ebene feststellen, dass es keinen Steuermann im Gehirn gibt, vielleicht spricht das zumindest der Tendenz nach dafür, dass Hume und Strawson recht haben. Vielleicht wird so ein Schuh draus. Ja, das ist ein bisschen natürlich wiederum dem Anlass dieses Vortrags geschuldet, es exemplarisch vorzuführen. Wenn ich eine lange, komplexe Diskussion im Bereich der Philosophie des Geistes führen würde, dann würde ich natürlich zugeben, dass man darüber noch mal reden muss, was wir eigentlich da erfahren und ob was dran ist an der These von Hume oder an der These von Strawson, dass wir in Wahrheit gar nicht fündig werden in unserer Erfahrung bei einem identischen Ich, das Träger all dieser verschiedenen Bewusstseinszustände ist. Darüber kann man noch mal reden. Es könnte sich aber trotzdem herausstellen, dass die These, die ich hier jetzt mal unterstellt habe und mit der ich Roth kritisiert habe, dass diese These am Ende haltbar bleibt. Trotz der Einwände oder der Überlegungen zeigt unsere Selbsterfahrung wirklich so eindeutig ein identisches Ich. Okay, jetzt einmal hier in der Mitte. Ich habe auch eine sehr weit gefasste Frage in Bezug auf das Bildungssystem. Ich bin angehender Lehrer und ich sehe mich dem konfrontiert, was Sie angesprochen haben, dass ich mit Schülern und Schülerinnen arbeiten werde, die es gewohnt sind, eindeutige Antworten zu bekommen und die nach diesen suchen. Und jetzt ist die Frage, wie man diese dann dazu bekommt, zu dem Nachdenken. Und gleichzeitig auch die Nachfrage, Sie hatten das definiert als Unterbrechung, ob Sie diese Definition für mich wiederholen können. Ja, also das ist natürlich ein weites Feld, eindeutige Antworten. Eine Grunderfahrung des Philosophierens ist, des gründlichen Nachdenkens ist, dass eindeutige Antworten, vor allen Dingen, wenn man sie zu schnell sucht, in der Regel keine guten Antworten sind, keine gut begründbaren Antworten sind, in Wahrheit sich als konfuse Antworten herausstellen und an die Stelle der nicht eindeutigen Antworten tritt aber nicht erstens in der Philosophie nicht der Verzicht auf die Wahrheit, sondern so wie ich versucht habe, die Argumente gegeneinander zu setzen, ist man im Grunde genommen, das macht nur Sinn, wenn man an der Idee der Wahrheit letzten Endes festhält. Man kann an der Idee festhalten und man kann aber erkennen, wie schwierig es ist, die Wahrheit zu finden und zu erkennen. Und das muss uns aber nicht pessimistisch machen, das muss uns nicht defätistisch machen, dass es gar keinen Sinn hat, sich auf diese Wahrheitssuche zu begeben, sondern man kann beim Philosophieren die Erfahrung machen, dass es einen befreit, kurzsichtige, kurzfristige Antworten für klare, wahre Antworten zu halten. Also
es ist, hat etwas wirklich Befreiendes an sich, zu erkennen, dass die Eindeutigkeit kein Wert ist, sondern dass die Eindeutigkeit sozusagen bezahlt wird damit, dass diese Antworten nicht gut begründet sind und dass man jedenfalls vielleicht keine endgültige Antwort findet. Aber wenn man ein Problem längere Zeit durchdacht hat, man jedenfalls erkennt, dass die Antwort, die man dann hat, schon ein gutes Stück weit besser ist als die Antwort, von der man gestartet ist. Ja? Und diese Erfahrung, das die muss man selber machen. Die kann ich Ihnen als Philosoph nicht andemonstrieren. Höchstens so in dem Sinne, dass es Ihnen vielleicht Spaß gemacht hat, dem zuzuhören, was ich Ihnen vorgetragen habe, oder Spaß gemacht hat, zu sehen, wie man ein Argument analysieren kann, zerlegen kann und vervollständigen kann. Das sind jedenfalls, finde ich, intellektuell befreiende und beglückende Erfahrungen. Und das ist eine Seite der Philosophie, die man immer wieder betonen muss, bei aller Pluralität, bei allem Streit der Philosophen. Wenn Philosophen sind in vielen Fällen sehr unterschiedlicher Meinung, aber sie sind trotzdem, können sie der Wahrheit verpflichtet sein und auch im Grunde genommen bereit sein, so wie auch in der Diskussion sich das jetzt schon gezeigt hat, sich darauf einzulassen, eben die Dinge genauer zu hinterfragen, genauer zu berücksichtigen. Und dabei gibt es übrigens einige Regeln, die auch fundamental sind, die im Grunde genommen gar nicht in Frage gestellt werden. Ja, meistens sind sie vor allem auch nicht dogmatisch, ne? Also mir sind spontan die platonischen Dialoge dazu eingefallen. Weil es wird ja nicht gesagt von Sokrates, der da der Gesprächspartner ist, es ist alles falsch, was du da sagst, halt mal deinen Mund, ich weiß, das ist alles besser. Sondern es ist ja jemand, der sich hinstellt und sagt, naja, wie meinst du das jetzt eigentlich genau? Erzähl mal. Und dann lässt er das, ne, seinen Gesprächspartner erstmal erzählen, was er eigentlich glaubt, was die richtige Antwort ist. Bis dann irgendwann in diesem Dialog halt sich rausstellt, nee, so richtig doll war es tatsächlich nicht, was ich da gesagt habe. Ne, also das ist, glaube ich, tatsächlich was, was man, also es macht auch einfach Spaß, diese Dialoge zu lesen. Ich weiß, das ist in der Schule anspruchsvoll, aber es ist, glaube ich, auch ein schönes Stück zu zeigen, wie Philosophie funktioniert. Tatsächlich sich diese Dialoge mal zu nehmen, ein Stück daraus zu gucken, okay, was passiert da eigentlich genau? Ich kann vielleicht das nochmal ergänzen durch eine Episode, die für mich biografisch sehr wichtig war. Ich hatte in der Oberstufe einen sehr interessanten und wirklich beeindruckenden Deutschlehrer. Und der hat uns manchmal zu sich nach Hause eingeladen. Das war also in den 60ern des vorigen Jahrhunderts. Und der hat uns eines Tages aus dem Buch eines dänischen Philosophen Hartnack über eine sogenannte analytische Philosophie einen Abschnitt vorgelesen über den englischen Philosophen Gilbert Ryle. Und der hat im Zusammenhang mit dem Körper-Geist-Problem die These vertreten, dass dieses Problem auf einem Missverstehen der Sprache beruht, dass wir gar nicht verstehen, wie wir reden, wenn wir vom Geistigen reden. Und das müssen wir gar nicht weiter ausführen. Mich hat das jedenfalls als Schüler total fasziniert, dass es dieses Körper-Geist-Problem gibt, das ich als Schüler auch schon diffus, da hatte ich auch schon diffus drüber nachgedacht. Und dann tritt ein Philosoph auf und sagt, pass mal auf, ich kann das auflösen, dieses Problem, indem ich dir zeige, dass du in gewisser Weise die Art und Weise, wie wir über mentale Zustände reden, dass du diese sprachliche Weise missverstehst. Und ich habe gedacht, also das ist derart, das hat mich derart gepackt, dass ich gleich am nächsten Tag mir dieses Buch besorgt habe in einer Buchhandlung. Steht heute noch in meinem Regal an prominenter Stelle, dieses Buch. Und das ist so eine Erfahrung, dass das wirklich intellektuellen Spaß macht, dass es ein Vergnügen macht, mit solchen Thesen, mit solchen raffinierten Thesen, ungewöhnlichen Thesen konfrontiert zu sein
und trotzdem dabei natürlich einen klaren Kopf zu wahren. Das ist die Kunst der Philosophie, aber wenn sie einem gelingt, ist das eine wunderbare Angelegenheit. Jetzt war hier vorne eine Frage. Okay. Ja, meine Frage, die geht in Richtung Organspende und damit verbunden in die Richtung Herztod, der ja in der Vergangenheit sehr unterschiedlich definiert wurde. Welche Fragen könnte denn ein Philosoph zu diesem Thema bieten? Oder wie könnte er die Diskussion vielleicht ein bisschen reflektiv gestalten? Naja, das führt uns jetzt in ein ganz anderes Gebiet, aber Sie wollen sozusagen exemplarisch wissen, was ein Philosoph zu diesem Thema zu sagen hat. Ich würde sagen, ein Philosoph sollte und könnte, was den Hirntod anbelangt, zunächst einmal sagen, dass da unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Interessen im Spiel sind, und zwar völlig legitimerweise, nämlich es gibt das Interesse an Organspenden. Organspenden setzen voraus, dass die Organe noch wirklich funktionieren können. Das tun sie nur, wenn nicht der Herzstillstand schon eingetreten ist, sondern wenn die Organe bereits beim Hirntod entnommen werden. Für die Angehörigen ist das sehr problematisch, weil ein hirntoter Patient, aber ein Patient, dessen Herzen noch schlägt, ja, ein Patient ist, den man eher als Nicht-Toten erlebt, sondern als jemanden, der schläft, bei dem man das Gefühl hat, er reagiert noch auf etwas, und den will man nicht aus der Hand geben. Man will bei ihm sein und bei ihm bleiben. Das ist zum Beispiel ein ganz legitimes Interesse. Und ein Philosoph würde vielleicht erstmal anfangen, so ein bisschen zu sortieren, die Gesichtspunkte und Interessen, die dabei im Spiel sind, wenn es darum geht, sollen wir der Hirntod-Definition folgen oder sollen wir einer anderen Definition folgen. Natürlich sieht man dann auch, welches Gewicht soll es haben, dass wir eine Transplantationsmedizin haben. Welches Gewicht soll dieses Ziel haben gegenüber dem sozusagen gegenüber der Pietät den Verwandten eines Hirntoten gegenüber? Ja, also, und daraus entwickeln sich sehr schnell, Frau Mösner hat das angedeutet, wenn man erstmal ein paar Fragen gestellt hat, dann entstehen ganz viele neue Fragen. Okay. Also insofern haben also Philosophen auf jeden Fall auch zu diesem Thema etwas zu sagen. Sie sagen, die Diskussion ist die Suche nach der Wahrheit. Aber selbst wenn Philosophen diskutieren, kommen die verschiedensten Ergebnisse heraus. Heißt das, dass es die Wahrheit nicht gibt, dass es verschiedene Wahrheiten gibt? Nein, ich würde sagen, das heißt nur, dass wir die Wahrheit noch nicht gemeinsam gefunden haben. Logisch wie konträre oder kontradiktorische Thesen vertreten, dann können Sie nur eins daraus schließen, nicht, dass es keine Wahrheit gibt oder dass alles relativ ist, sondern Sie können nur schließen, mindestens einer muss sich irren. Und dann lohnt es sich einfach zu versuchen, herauszubekommen, wo liegen die Gegensätze genau, und dann: Wie begründet man jeweils die eigene These? Kann man erkennen, dass irgendwo ein Fehler liegt in der Begründung der Thesen und so weiter? Ja, also ich würde sagen, Meinungsgegensätze sind ein Ansporn dazu, noch einmal die Sache gründlich zu durchdenken, und sollten nicht zum Anlass genommen werden, defätistisch zu sagen, nein, geben wir die Wahrheitssuche auf. Gehen wir hier in der Mitte. Über Relativismus, also über Perspektivismus, könnte man selber lange philosophisch reden. Das will ich jetzt nicht tun. Ich habe große Sympathien dafür, dass es einen Perspektivismus gibt. Das heißt,
dass uns die Welt auf eine ganz bestimmte Weise erscheint, wenn wir bestimmte Grundannahmen machen, und dass sie uns anders erscheint, wenn wir andere Grundannahmen machen. Aber ich erlaube mir, nur darauf hinzudeuten, dass diese Art von Perspektivismus selber eine Eigenschaft der Realität betrifft. Nämlich, es ist selber eine objektive Eigenschaft der Welt, dass sie uns bei der Zugrundelegung bestimmter Rahmenannahmen auf eine bestimmte Weise erscheint und auf eine andere Weise erscheint, wenn man andere Rahmen oder Grundannahmen zugrunde legt. So viel ein bisschen telegrammartig jetzt mal zu diesem Punkt. Also ich würde sagen, es gibt Philosophen diskutieren auch über die Wahrheit, sie sind auch über den Wahrheitsbegriff sich nicht einig, aber in der Hinsicht würde ich sagen, Philosophie ist, wenn sie gut und richtig betrieben wird, jedenfalls kein Unternehmen, das die Wahrheitsfrage aufgibt. Wir haben uns ja jetzt hauptsächlich hier im Abendland aufgehalten. Ich habe nur mal eine ganz kurze Frage. Also wenn wir weiter in den Osten gehen, gibt es ja auch alte Philosophen, wird auch heute noch Philosophie betrieben, und da gibt es gar kein Ich. Ich meine, rein anatomisch sind die ja genauso gebaut wie wir. Oder was unterscheidet das jetzt so stark? Also da gibt es ja zum Teil einfach kein Ich. Es gibt die These, dass die Übel und Leiden in der Welt nur überwunden werden können, wenn man, also das ist die buddhistische Antwort, die hinduistische Antwort sieht schon ganz anders aus, und in der chinesischen Philosophie ist es nochmal, und Religion ist es nochmal ganz anders. Ich nehme mal die buddhistische Antwort, auf die Sie offensichtlich auch angespielt haben. Gibt es eben die These, dass die Übel und Leiden dadurch entstehen, dass wir in der Tat in dieser Hinsicht Wahnidee festhalten, ja, dass es ein Ich zu verteidigen gilt gegen die Welt und aufrechtzuerhalten gilt gegenüber der Welt, während in Wahrheit es so sei, dass wir das Ich aufgeben müssen. Und indem wir dann mit dem Ganzen verschmelzen, geraten wir in einen Zustand höchster Beglückung. Ich drücke das jetzt mal alles ein bisschen einfach aus. Und das ist eine These, über die kann man in der Tat philosophisch diskutieren, was da dran ist. Es gibt einen berühmten englischen Philosophen, Parfit, der sich sehr intensiv auch mit dem Ich beschäftigt hat und der jedenfalls zu Überlegungen gekommen ist, die so in die Richtung des Buddhismus zum Beispiel auch gehen. Also da gibt es jedenfalls einen Brückenschlag zwischen der westlichen Philosophie und dem, was wir aus den Religionen und der Philosophie des Ostens kennen. Gut, gibt es weitere Fragen? Das sieht erstmal nicht so aus. Du hast da hinten noch, ja? Gut, dann ganz hinten noch. Mikrofon kommt. Guten Abend, und zwar wollte ich Sie nur fragen, ob Sie an Willensfreiheit glauben, also dass der Mensch nicht Entscheidungen trifft aufgrund im Prinzip von Ursache und Wirkung, sondern weil unser Ich, was auch immer es ist, es halt von sich aus will. Wie würden Sie Ihre Stellung dazu auch argumentieren? Also es interessiert mich echt. Das ist eine so komplizierte Frage, dass man die natürlich nicht wirklich beantworten kann. Aber ich kann Ihnen so viel sagen. Ich glaube felsenfest an Willensfreiheit. Ich glaube aber ebenso felsenfest, dass sie sich nicht wissenschaftlich beweisen lässt, ja, sondern dass sie sich aber auch nicht wissenschaftlich widerlegen lässt. Und ich habe im Grunde genommen, nur um das anzudeuten, in Wahrheit sehr viel Sympathien für die kantische Lösung, in Anführungszeichen, des Willensfreiheitsproblems. Also ich würde die kantischen Überlegungen zur Willensfreiheit sehr stark machen wollen.
Und ich glaube, dass sie immer noch Bestand haben, auch gegenüber den Versuchen der Hirnforscher zu zeigen, dass Willensfreiheit, dass es Willensfreiheit nicht geben kann, dass Willensfreiheit eine Illusion ist, eine These, die ja unter anderem Gerhard Roth, der heute Abend zitiert wurde, vertritt. Gut, Sie sehen schon, ein Welttag reicht nicht aus, definitiv, um alle unsere Fragen zu klären. Also wir werden wohl irgendwie weitermachen müssen und Sie werden wohl das tun müssen, was Herr Tetens schon gesagt hat, sich hinsetzen, ein Buch nehmen und mal lesen, was wir in 2000 Jahren schon alles so von uns gegeben haben. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie sich an der Diskussion beteiligt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, dass Sie ein bisschen Einblick bekommen haben, was wir als Philosophen tun, was Ihr Philosophisches Institut hier in Stuttgart so macht, auch wenn wir zugegebenermaßen nicht alle einen Lehnstuhl haben, aber Bürostühle gehen ja auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich hoffe, wir können das Event demnächst mal wiederholen. Vielen Dank.